war der erste Auftritt, der war gar nicht mal so gut. Ja, voll. Voller Wannabe Gangster 3000. Aber was erwartest du auch von einer Newcomer-Veranstaltung im Jutz? Ey, ich hab diese Millis in dem Schuhkarton. Ey, sie will einen Rich Boy. Ich kaufe Louis Vuitton. Ey, lila Scheine auf der Ticket, das ist nix. Das ist nix. Lila Scheine auf der Ticket für die Bitch. Ich schwöre, der hat nicht mal einen 5-Euro-Schein in der Tasche. Von Bitches träumt er nur. Ja, safe. Nix mit Louis Vuitton. Eher so Le Vuitton. Oh mein Gott, voll. Was ist denn das für eine Flagge? Das ist die Transflagge. Okay. Dann müsstest du da nicht eigentlich auf die Jungen-Toilette? Nee, ich bin hier schon richtig. Alter, wie dreist ist die denn? Ich glaube, du meinst der. Egal, was macht eine Transe auf dem Damenklo? Das geht ja wohl gar nicht. Die muss auf jeden Fall aufs Jungsklo. Ja, safe. Das ist nämlich sexuelle Belästigung. Hey! Sag mal, hast du dich auch hingesetzt? Versau hier bloß nicht das Klo mit deinem Pimmel, du Abartiger, ey! Ey, habt ihr sie noch alle? Ob wir sie noch alle haben? Mensch, du kannst nicht einfach auf die Darmtoilette kommen. Hier dürfen nur Frauen rein. Das ist sexuelle Belästigung. Ja, genau. Hä? Was? Jetzt komm mal klar. Ich bin nur hier, um den Auftritt von dem Kumpel zu sehen. Ja, der findet aber nicht hier auf der Darmtoilette statt. Sag mal, raffst du nicht, dass du hier nicht hingehörst? Hier, nimm das mal lieber. Also das nächste Mal gehst du auf die Jungstoilette, wo du hingehörst, richtig? Was ist denn hier los? Nichts. Also die Transe ist hier einfach aufs Damenklo spaziert. Ja. Ja. Wie bitte? Ja. Das ist sexuelle Belästigung. Ja, genau. Sie hat ja wohl das Recht, hier aufs Klo zu gehen. Wie seid ihr denn drauf? Und du packst jetzt ganz schnell dein K.O.-Spray weg, bevor noch jemand verletzt wird. Bist du okay? Ich rufe jetzt die Polizei. Nein! Ich bin nicht okay. Danke für deine Hilfe. Die Polizei rufe ich selber. Aber bleib bitte noch hier.